Willkommen zu Star Citizen und dem XXL Guide zum Medical Gameplay. Right or wrong? A moral decision. Like other moral decisions, it will have an effect on other people, make them also choose right from wrong. The Watchman has made his decision. In diesem Guide gehen wir auf alle Details und Spielmechaniken des Medical Gameplays ein, worunter nicht nur die verschiedenen Möglichkeiten eines Respawns fallen, sondern natürlich auch alle nutzbaren medizinischen Tools und Gadgets sowie die uns zur Verfügung stehenden Medikamente. Denn das Medical Gameplay ist nicht nur für uns selbst mit Beginn der Alpha 3.15 von existenzieller Bedeutung, sondern eröffnet auch einen völlig neuen Gameplay-Bereich, mit dem wir anderen aktiv helfen können oder gar in einen neuen, düsteren Bereich treten. I'm a tiger on the prowl. I'ma make it go wild. I'm original and I told you so. I'm a kid in the candy store. Grundsätzlich gibt es auf allen Raumstationen sowie den Residenzen der Hauptplaneten feste medizinische Einrichtungen, welche uns einen Respawn ermöglichen, indem wir hier unseren Imprint, also einen Abdruck unseres Selbst, hinterlegen. Hierbei unterscheiden sich diese Einrichtungen in drei Stufen, wobei die Kliniken der Residenzen die höchste Stufe 1 besitzen und hier alle Verletzungen und Krankheiten geheilt werden können. Und nachdem wir automatisch eine Residenz beim ersten Betreten des Persistent Universe wählen müssen, dient diese in der Folge so lange als Respawn-Ort, bis wir diesen aktiv wechseln. Hierbei ist grundsätzlich immer ein Lagerplatz für unseren Imprint aktiv, selbst wenn unser zuletzt gewählter zerstört werden sollte, nachdem wir hier automatisch als Rückfallebene zu unserer letzten Residenz wechseln. Wir haben jedoch die Möglichkeit, unseren Imprint, also unseren Respawn-Ort, aktiv selbst an einen anderen Punkt zu verlegen, wobei hier auch Stufe 2 Einrichtungen wie Raumschiffe möglich sind. Hierbei handelt es sich aktuell um zwei Schiffe, die Anvil Carrick sowie die Origin 890 Jump, welche über jeweils eine Stufe 2 Einrichtung, was das Minimum für einen Respawn darstellt, verfügen. Um unseren Imprint zu transferieren, reicht es aus, diesen Transfer an den entsprechenden Terminals der medizinischen Bereiche auf Schiffen, Raumstationen oder Residenzbereichen kostenfrei zu bestätigen. Sobald dieser Transfer abgeschlossen ist, respawnen wir automatisch an der zuletzt gewählten medizinischen Einrichtung, welche hierfür mindestens die Stufe 2 aufweisen muss. Unterschiede zwischen Stufe 1 und Stufe 2 Einrichtungen liegen in der endgültigen Behandlung schwerwiegenderer Verletzungen, wonach es möglich sein kann, für eine vollständige Heilung eine Stufe 1 Einrichtung, also beispielsweise eine stationäre Klinik, aufzusuchen. Mit der Drake Cutlass Red steht uns eine Stufe 3 Einrichtung zur Verfügung, welche nicht ausreichend für einen Respawn ist. Jedoch haben wir auch hier die Möglichkeit, weitergehende Verletzungen, welche mit mobilen medizinischen Tools und Gadgets nicht vollständig behandelbar sind, erweitert zu behandeln sowie in beschränktem Umfang auch vollständig zu heilen. Eines der beiden mobilen Tools im medizinischen Bereich ist die CureLife Paramed Medical Device, mit welcher uns bislang die maximale medizinische Versorgung außerhalb einer dedizierten Medbay zur Verfügung steht. Diese besitzt zwei Modi, einen automatischen Basis- sowie einen erweiterten manuellen Modus. Hiermit ist es möglich, zum einen direkt zu heilen, sowie auf alle verfügbaren Medikamente direkt zuzugreifen und diese zu verabreichen. Hierbei können wir im erweiterten Modus manuell den Wirkstoffgehalt der verschiedenen Mittel festlegen. Im Basismodus wird die passende Zusammensetzung automatisch gewählt. Die austauschbare Paramed Refill-Kartusche verbraucht sich hierbei bei einem Einsatz. Das zweite medizinische Tool ist das bereits bekannte GreyKit Multitool, welches durch den GreyKit Cure Life Aufsatz sowie dem verbrauchbaren Lifeguard Refill ebenfalls für einfache medizinische Zwecke genutzt werden kann. Allerdings ist hier nur eine reine Heilung möglich und die Verabreichung von Medikamenten über das Multitool ausgeschlossen. Jedoch ist es weiterhin möglich, mittels der bekannten MedPens auch die verschiedenen Medikamente zu verabreichen, wobei die Dosierung hier aufgrund der Einmalanwendung festgelegt ist. Diese Pens sind farblich gekennzeichnet und erfüllen verschiedene Anwendungszwecke.
Der lila gekennzeichnete Adrenapen mit dem Wirkstoff Demixatrin lindert hierbei die Auswirkungen von Kopf- und Gehirnverletzungen. Der blaue Oxypen ist bereits bekannt und stellt eine Notfall-Sauerstoffreserve dar. Der Detox-Pen in Grau mit dem Wirkstoff Resulgera hingegen lindert die Auswirkungen von Medikamenten und Drogenüberdosen, um uns temporär wieder handlungsfähig zu machen. Mit dem Cortico-Pen und dem Wirkstoff Sterogen begegnen wir akuten Atemwegsschäden. Und den Standard MedPen mit Hamozal als Wirkstoff, welcher unsere Trefferpunkte wieder erhöht und Blutung stoppt, kennen wir bereits schon länger. Den Abschluss bildet der Opiopen mit dem Wirkstoff Roxaphen, welcher einer eingeschränkten Mobilität sowie teilweisen oder vollständigen Lähmungserscheinungen entgegenwirkt. Somit haben wir eine breite Palette an Wirkstoffen, welche uns gegen alle aktuell möglichen negativen Charakterauswirkungen helfen können. Die Pens sind hierbei einmal verbrauchbare Wegwerfartikel, welche man sich selbst oder anderen verabreichen kann. Kommen wir zum Einsatz der medizinischen Tools. Ob mit dem Cure Life Tool oder dem Multitool Aufsatz erhalten wir jeweils eine Reichweitenangabe, welche durch ein rotes X als unzureichend sowie mit einem weißen Kreuz als ausreichend dargestellt wird, sowie einer prozentualen Angabe der Zieltrefferpunkte sowie des Medikamentenlevels. Hierbei ist unser Ziel in die Bereiche Extremitäten, Torso und Kopf aufgeteilt, welche wir separat scannen und behandeln können. Und im Bereich der reinen Heilung ist die Handhabung der beiden verschiedenen Tools, also dem Cure Life sowie dem Multitool, identisch. Denn auch im Multitool-Display erhalten wir mit dem roten X, respektive einem weißen Kreuz, eine Reichweitenangabe, sowie im HUD alle Vitalparameter der Zielperson. Des Weiteren ist auch die vollständige Wiederherstellung von Zielen auf 100% möglich, deren Trefferpunkte bereits unter 0% gefallen sind. Und mit einem Druck auf die Taste B sowie dem Auslösen unseres medizinischen Tools können wir dieses auch für uns selbst nutzen und anwenden. Ausschließlich mit dem Cure Life Tool sowie den entsprechenden MedPens erhalten wir die Möglichkeit, ganz gezielt Medikamente uns selbst oder einer Zielperson zu verabreichen. Hierzu ist es beim Cure Life Tool nötig, in den erweiterten Modus zu schalten, um hier die Medikamentendosis sowie Art festzulegen und zu verabreichen. Und sobald wir in der unteren Anzeige, welche mit BDL, also dem Medikamentenlevel des Ziels beschriftet ist, den mittleren Marker überschreiten, trägt unser Ziel eine Medikamentenüberdosis davon. Eine solche Überdosis erreichen wir bereits mit 75% Medikamentenlevel und können dies jedoch so weit steigern, dass unser Ziel gänzlich handlungsunfähig wird und wir annähernd 200% Medikamentenlevel erreichen. Hier haben wir dann nur noch die Möglichkeit, gezielt Resulgera zu verabreichen, um eine kurzfristige Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. It has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder. A widespread investigation of funeral homes, morgues and hospitals has concluded that the unburied dead have been returning to life and seeking human victims. It's hard for us here to be reporting this to you, but it does seem to be a fact. In einem solchen Zustand haben wir mit sehr deutlichen Einschränkungen der Optik sowie der Bewegungsfähigkeit zu kämpfen, welche uns nicht nur zu Fuß, sondern auch beim Steuern eines Schiffes deutlich beeinträchtigen. Heilungsmöglichkeiten bieten hierbei ausschließlich medizinische Einrichtungen der Stufe 3 bis 1. Und natürlich können wir uns auch selbst mit Medikamenten, naja, nennen wir es, behandeln. Allerdings werden jegliche negative Effekte sowie das Medikamentenlevel direkt und ohne unser weiteres Zutun abgebaut, sollten wir uns in eine medizinische Einrichtung begeben, wobei es ausreicht, sich hier hinzulegen oder hingelegt zu werden. Girl,
Sollten wir ein Schadenslevel erreichen, welches uns nicht sofort zu einem Respawn zwingt, erhalten wir die Möglichkeit, je nach Schwere unserer Verletzungen, einen gewissen Zeitraum lang von anderen Spielern gerettet zu werden. Hierbei können wir zudem durch einen einfachen Tastendruck eine Mission generieren, welche für alle Spiele sichtbar und annehmbar wird. Allerdings werden für diese Mission 10.000 Alpha USC Belohnung berechnet. Im Falle schwerwiegenderer Verletzungen, welche uns im linken Hubbereich mit einem Zahlenwert angezeigt werden, wird es nötig, eine hierfür ausreichende medizinische Einrichtung aufzusuchen, um dauerhafte Schäden zu beheben. Die Zahl gibt hierbei die Verletzungsstufe an. Bei besonders schwerwiegenden Verletzungen ist im maximalen Fall sogar ein Besuch einer stationären Klinik notwendig, um Beeinträchtigungen dauerhaft zu entfernen. Hierbei haben wir dann die Möglichkeit, die einzelnen Verletzungen anzuwählen, um eine entsprechende Behandlung durchführen zu lassen. Weiterhin bestehen hierfür in den Residenzbereichen innerhalb der Landezonen medizinische Notfallaufzüge, in welche wir Patienten verbringen oder uns selbst begeben können, sollte eine aktuelle Verletzung bestehen. Hierfür reicht es dann bereits aus, den Patienten einfach im Aufzug abzugeben und den erst dann aktiven Auslöser zu betätigen. Und für die Outlaw-Station Grimhex gibt es eine weitere Möglichkeit, verletzte Citizens oder gar Piraten möglichst schnell einer Behandlung zuzuführen. Hierzu können wir auf den außenliegenden alten Landepads direkt an der Klinik landen und sind in wenigen Schritten direkt im Klinikbereich. Aber auch ein gewollter Missbrauch unserer medizinischen Möglichkeiten ist natürlich gegeben, wobei es sich hier unserer Meinung nach nicht um einen Spielfehler handelt. So können wir beispielsweise Medikamente mittels MedPens anderen Spielern auch ohne deren Zustimmung verabreichen. Und auch in sicheren Bereichen ist die missbräuchliche Verwendung der medizinischen Tools uneingeschränkt möglich, was zur Möglichkeit eines Raubüberfalles führt. Hierbei wäre es hingegen sinnvoll, die Nutzung einzuschränken. Den entsprechenden Link zum Issue Console-Eintrag findet ihr in der Videobeschreibung. Wie auch den Link zur kostenlosen und in Englisch und Deutsch verfügbaren PDF-Übersicht aller medizinischen Geräte und Tools zum Download. Hierzu müsst ihr lediglich nach dem Betreten des Discords einmal die Regeln akzeptieren, um den Download-Kanal angezeigt zu bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr lasst mir ein Like und vielleicht ja sogar ein Subscribe hier. Das Medical Gameplay bietet eine umfangreiche und immersive Spielerfahrung und regt zum Zusammenspiel an. Natürlich ist auch ein Missbrauch gegeben, welcher jedoch ebenfalls zur Mechanik gehört. Allerdings wäre es wünschenswert, dass Aktionen gegen Spieler in den Startbereichen nicht möglich sind. Daher wäre unsere Bitte, den Eintrag im Issue Console zu unterstützen. Vielen Dank! Aber wie immer interessiert mich eure Meinung zum Thema, was haltet ihr vom Medical Gameplay? Lasst es mich gerne wissen in den Videokommentaren, im Discord oder in den fast täglichen Twitch-Livestreams. Aber wie immer das Allerwichtigste zum Schluss, ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer, ob Patreons, Kanalmitglieder oder Twitch-Subscriber. Ohne euch wäre das gar nicht möglich und ihr seid eine enorme Motivation, für welche wir Danke sagen möchten. Ihr rockt! Und natürlich gibt es auch diesen Monat wieder umfangreiche und erstklassige Giveaways von den besten Partnern und uns. Wer daran teilnimmt und was euch erwartet, erfahrt ihr im Ankündigungstrailer im Anschluss. Viel Glück! Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, bis bald und ich sage wie immer, see you in the verse! City lights, painted red, gonna be no
better time. Tell us no, tell us no. No, 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 no. Let's go. No hesitating. We gotta move, we gotta shake, we gotta get up on our feet and liberated. Feel like something's out of control. Your mind says yes and your body says oh. Let's go, oh, oh, oh. Let's go, 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 let's go. The sky is lit and it's gonna be a good night. Yours if it makes you feel alright. I'm gonna dance, I can feel it in my bones now. Oh, feel the pull, oh, come on, let your body flow. So, 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 let's go. No hesitating. We gotta move, we gotta shake, we gotta get up on our feet and liberated. I feel like something's out of control. Your mind says yes and your body says oh. Let's go, oh, oh. Let's go, 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 let's go. Oh, 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 oh. Let's go. Oh, 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 oh. Let's go. Oh, 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 oh. Let's go. We gotta get up on our feet and liberate it. Let's fight and levitate it. We gotta shout, we gotta sing, and we make no apologies. We're celebrating. Feel like something's out of control. Your mind says yes, and your body says oh. Let's go.